bereit. 3, 2, 1. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Quantum League. Ja, Sven aka Justin gegen Jackie aka Me. Hallo. Es ist ein Arena-Shooter mit Side-Parallelen quasi. Quasi 1 gegen 1 gegen 1. Also wir spielen dreimal gegeneinander. Oh. Wie Leute, wir haben 5 Waffen? Ja. Okay. Okay, und Sven und ich, wir haben uns gedacht für die Erklärung, erstmal. Erstmal 1 gegen 1. Halt, Waffe! Nein! Scheiße! Zeit ist vorbei, okay. Das war Runde 1, Leute. Also deswegen, und gleich kriegen wir einen neuen Charakter, aber den Charakter, den wir gerade gemacht haben, die Bewegung bleibt. Okay. Oh, kack mich an, ich hab Waffe vertauscht. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich hab auch die falsche Waffe genommen. Ah, das hast du gerade verpasst? Ja, ich wollte Maschinenpistole nehmen, weil ich dumme Scheiße fand. Nein! Oh aber Gott. Ich hatte zwei Maschinenpistole. So, auf jeden Fall, wer jetzt erst 5 Punkte hat, machen wir. Und wie man sieht, das war jetzt Charakter 2, wieder kein gekillt. Alles aber 2 ist doch Maschinenpistole, hä? Ja, ich habe aber 3 gedrückt, aus Versehen. Ich hab mal gemerkt. Ich anscheinend nicht, aber. Ist ja okay, Sven, das will ich ja gewinnen von dir. Okay. Ja, ich bin gerade gestorben, das habt ihr gesehen. Aber der Geist bleibt so gesehen trotzdem. Das ist zum Beispiel ganz cool. Ich nicht. Ist wieder. Ich höre so ein. Ist so wieder Hintergrundgeräusche. Ja. Ah, okay. Okay. Was ist eigentlich, wenn du tot ist? Musst du weitermachen quasi, als würdest du noch leben. So musst du handeln, quasi. Denn du kannst nämlich deinen Charakter zum Beispiel retten. Ja. Und wenn du das nämlich tust, dann macht er quasi diese Aktion weiter, die du dann durchführst. Das ist ein bisschen komplizierter, Leute, aber ich hoffe, ihr habt es schon mal verstanden. Deswegen wollen wir erstmal 1 gegen 1 machen. Damit ihr das versteht. Aber das Sturmgewehr ist doch keine Sniper, was soll denn das? Bumm, Junge! Okay, er safe. Okay. Vielleicht hab ich das. Ich hab dich doch gekillt am Anfang. Also da? Ich dachte, ich hätte dich gekillt am Anfang. Nee. Kann ja gar nicht. Ich hab dich vorher auch noch mal gekillt, oder nicht? Nee. Ich weiß wohl. Nee. Okay, jetzt hast du mich gekillt und ich hab dich gekillt. Ja, was willst du jetzt machen? Ja, spielen. Okay. Ja. Wieso, dass du jetzt gewonnen hast, finde ich nicht fair. Das weil ich dich gekillt habe. Das ist doch. Ganz komisch. Ganz komisch irgendwie. Ja, da ist Charakter 1, das ist Charakter 2 und Charakter 3. Du hast den ersten gekillt, dann kam ich von hinten. Ah, okay. Mit meinem dritten. Deswegen Punkt 1 geht an mich, Leute. Okay, ich hab gedacht, das dauert, geht voll schnell. Deswegen habe ich jetzt 5 Siege eingestellt, aber 5 Minuten haben wir schon rum. Hey, wird's lange. Lange Runden sind cool. Na, ist klar, erste Zeitschleife geht los. Hat ihr was gefasst, Svenny? Jo. Svenny. Tarek. Bist du Kuckuck? Als ob! Boom, Junge! Das war aber knapp, das war knapp. Das war easy snake. Junge, du warst fast tot, Kollege. Da war er fast tot. Nee, das war easy snake. Right between the eyes! Paradox!
LOL. Oh, Eigenbeschuss ist aktiviert. Achso. Interessant. Ah, okay. Danke für die Erforschung, Sven. Dafür, bitte, bitte. Svenny! Na, geht noch weiter. Okay. Verlängerung oder was? Hm? Ist das jetzt Verlängerung oder? Ja. Ah. Nein! Nein! Wo ist du denn jetzt? Hinter der Wand geblieben? Alexa, aufwachen! Chaos auf Namen, Leute. Geht einfach Musik an, ey. Ja. Bumm! Verpasst du gar nicht, verdammt! Ich hab ich hin. Oh Mann. Oh, ich hab auf den falschen Sven geguckt. Also wir kriegen erst einen Punkt, wenn wir die Zone eingenommen haben, oder wie? Genau. Und es keiner stört in den Zeitschleifen dadurch. Ah, okay. Aber ich weiß noch nicht, welche Waffe hier jetzt gerade Meta ist, weißt du? Svenny, wo bist du? Bist du tot? Da war noch ein Svenny. Ich muss auf alle Svennys achten, nicht nur auf dich. Jawohl, Punkt 2. Ich verstehe es nicht. Ich war tot, aber ich habe dich trotzdem eigentlich gestört, oder nicht? Ja, aber das gibt mir mehrere ja nichts. Weißt du? Das gibt mir immer drei ja nichts. Ja, aber ich war bei dir, der in der Zone war, weißt du? Ja, aber der andere war auch da drin. Der dritte. Ich hab nur den einen gesehen, irgendwie. Ja, du hast meinen letzten gesehen. Aber den ich jetzt gerade hatte als letztes, den bin ich auch da drin gewesen. Der ist Nummer 3 ist jetzt da drin. Du hast Nummer 2 aufgehalten, aber Nummer 3 nicht. Also jeden muss jeden Feind immer davon abhalten. Alter, ich bin voll verwirrt davon. Und nee, jetzt hab ich falsch aufgenommen. Jawohl, easy snack, sagst du? Da hab ich schon mal den Zone. Nein. Oh! Svenny! Boom! Könnte gut sein für dich. Bin ich mal gespannt gleich. Oha! Bitte, bitte! Okay, was habe ich jetzt? Ah, oh, shit, das ist der letzte Schuss. Jetzt ausgemacht. Also, ich glaube, das wird eine gute Runde für dich. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, drei, ich bin wieder skeptisch. Fuck. Ja, das wird, glaube ich, sehr gut für dich hier. Das habe ich jetzt nichts gerissen, verdammt, ey. Ja, geil, auch mal Punkt. GG's, Sven. Geil. Oh, ja, ich habe versucht noch zu snipen in der dritten Runde, das fand ich gut. Oh, ich hab auch nicht so gut getroffen. Aber oh, Mann, ey. Aber ich finde, das ist ein echt guter Geheimtipp, Leute. Also 15 Euro kostet das Ding so um den Dreh. So, das ist 17. 17, 18 so. Nein! Oh, come on, scheiße. Ich vergiss das immer.
gerade ein guter Treffer. Fuck. Ja. Ah, geh hin! Hallo! Hast du meinen Geist eigentlich gesehen oder nicht mehr? Niemanden, glaube ich, ne? Was denn? Du hast meinen Geist wahrscheinlich nicht mehr gesehen, ne? Nee. Ah, okay. Das ist taktisch ganz wichtig. Da kommt sogar noch der Tipp. Oh Mann, das ist eine Runde hier. Ah, okay. What a paradox. Boom! Das ist meine Runde. Na? Ja, das ist deine. Ich hab gedacht, du kommst ja von links. Ich habe in der letzten Runde alle drei Spins weggemacht. Hier, da, links komme ich. Da, Nummer 3 kommt an. Bumm. Da, Alter, das war schon Spaß, das Ding. Nicht. Ja, das war lucky. Schrotflinte habe ich mir das gerade gegeben. Ja, habe ich gemerkt. Dritte Runde. Nein! Ich glaube, Sven hat die richtige Wahl genommen, die er wollte. Tatsächlich, ich kriege sogar noch. Wow! Wow! Wie er mir entgegengeflogen kam. Wow! Amazing! Okay. Ich wusste, ich kann nicht schießen! Oh! Boah! Oh, ist halt knapp hier! Ich hätte nicht gedacht, dass ich gegen dich so schwitzen muss. Hey! Führst du doch voll easy. Voll easy, sagt er. Hey, 3-1. Der ist ja nix. No! Nein! Was nein? Du bist auch gestorben? Ja, dieses scheiß Fass oder was da hochgegangen ist. Oh, unentschieden. Wir standen beide da drinnen. Ja, das war der Beste. Oh Mann. Säubern, sagst du. Hä? LOL! Hallo! Ich war voll überfordert. Ich finde das gut. Wieso hattest du vorhin noch einen Typen irgendwie? Ich hab 9 bekommen. Ich musste säubern. Ich hab das gesehen. Du standst ja direkt in der Mitte mit wenig Leben. Das fand ich irgendwie komisch. Wieso du 9 bekommst und ich nicht? Oh. Okay, jetzt bekomme ich keinen 9. Warte, warst du gar nicht? Oh, du bist ja hübsch. Hey, Lady, lass mal rummachen. Wieso hab ich dich nie getroffen? Ich hab mich so gefreut. Geil, Sven wieder direkt im Kill, weil ich dachte, wir beide starten gerade in der Mitte aus. Und dann warst du da hinten auf einmal. Ja, das hatte ich vorhin ja auch, wo du auf einmal deinen extra Typen bekommen hast. Ja. Okay, und oh, drittes. Oh, bisher ist okay. Noch so wenig, mach mal nicht. Boom. Wow! Meine Punkte!
So, Matchpoint. Oh Mann, ey. Das war so lucky. Das war doch voll verwirrend teilweise. Na, geht klar, ich komm gut klar. Ich achte halt immer auf die Nummern, wenn ich weiß, welcher gerade dran ist. Dann geht das, finde ich, klar. Da achte ich gar nicht drauf. Ja, das ist der Fehl. Da. So. Wieder One-on-One. Ah, ab geht die Lotzi. Svenny! Jannik! Komm auf! Boah! Oh, Svenny! Und dann geht und das online, das stellt mir auch witzig vor, dann mit 6 Mann, weißt du? Auf jeden Fall, ey. Wow! Ich hab sie gesehen. Na komm, mach ihn weg! Ja, sehr gut, Jannik! Vergangenheits-Jannik! Du bist der King! Ich habe auch eine scheiß Waffe genommen, ich habe die Sniper als hier zweite Waffe gehabt. Echt? Mit der Sniper komme ich nicht zurecht bisher. Was Spielpistole ist auf jeden Fall besser als Tutorial. Vom Gefühl her. So, dann suchen wir mal Sven 3. Wo ist Sven 3, der Dulli? Da ist Dulli 3. No! Ah. Juhu! Vergangenheit, Jannik! Ah nee, du hast geschossen auf dich! Sven! Das ist fett. Okay, Sven 1 wird gesucht. Oh! Hat er die Schrotflinte dabei gehabt, ey! Ja, hatte ich auch. Ich hab mich so erschrocken. Oh, das macht schon Spaß. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, man kann ja auch intern, das ist ja auch gerade intern, man kann individuell machen, das ist ja halt ganz cool. Das ist echt geil. Weißt du, hier sollen sich hier mehr Kurs, ich will immer hier mehr anstehen. Moment, falsche Richtung. Nee, doch, Moment. Laser, oder was sagst du? Laser, oder was? Fuck. Laser. No! Alter, hat gerade aufgehalten. Na, aber jetzt kommt die entscheidende Runde. Der Laser ist ja nicht so krass, also. Ja, aber Laser finde ich auch noch nicht so geil. Und nachher, komm, pass mal auf, nachher ist Laser Meter und du wirst zusammen beschissen von allen. Wir müssen wohl Laser und Sniper spielen, ihr seid doch voll scheiße. Wir können das nicht wissen. Sven 3, hey, halt dich da raus! Sven 3, halt dich da raus! Oh, Sven 2, hör auf! 2! Immer noch nicht, Alter, du hältst halt ja wacker hier. Oh Mann! Sven 1! Böser Sven 1! Böser Sven 1! Boah, letzter Schuss. Leck mich doch. So, jetzt wieder zwei Durchläufe noch, ne? Richtig verstanden. Glaub wohl. Ja. Jetzt wieder zwei. Jetzt nochmal. Oh nein. Oder ich glaube nur einer, oder? Ja, jetzt ist direkt der dritte. Oder nee, der zweite. Ah, okay. Hab ich doch gesagt. So, Jannik, du machst das. Wow! Boom! Jannik 2 ist heftig. Laser ist echt kacke. Warum nimmst du ihn dann? Laser ist kacke. Warum nimmst du ihn dann?
Ja, das war doch der ausgewählt war. Oh, alles klar. Sven 3, tu's nicht! Sven 3! Oh Gott! Boom! Sven 3, gefickt mal! Okay, aua! Yannick, böser Vergangenheit, Yannick! Aua! Oh, scheiße! Oh. Da kann man so mal genießen. Yannick, oh! Yannick 3 von hinten! Oh Mann, ey! Hey, du hast jetzt gewonnen, ne? Ja! 5 Punkte hab ich gekriegt. 22 Minuten, geht eigentlich klar. Auf jeden Fall. Dann machen wir es, glaube ich, nächste Mal runter reduzieren auf 4 oder so. Mein 3 reicht schon für 10, um auf 10 Minuten zu kommen, aber man muss ja auch ein bisschen zeigen. Ne? Ja. Oh Mann. Aber man kriegt ja trotzdem Level, auch wenn es privat ist. Das ist cool. Das ist echt cool. Ja Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, schreibt was in die Kommentare. Und wenn ihr noch eine Folge sehen wollt, lasst uns das auf jeden Fall wissen. Das war auf jeden Fall Quantum League auf Steam, vielleicht auch schon auf wunderschönen Instant Gaming. Und die nächste Folge gibt's dann bei Svens Sicht. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Bis dann, ciao. Werbung. Das ist so unfair. Wieso ist die Welt so mies? Ich will doch nur ein gutes Spiel haben. Genau, ich habe ein Spiel bei Holland gesehen und kann es mir nicht kaufen, weil ich kein Geld habe. Kann mir nicht jemand irgendwie eine Seite empfehlen, wo man günstig Spiele kaufen kann? Ja, das können wir. Echt? Wo denn? Bei Instant Gaming. Was ist Instant Gaming denn? Da ist All-In der offizielle Partner. Das bedeutet, wenn du über den Link, der in der Videobeschreibung stehst, draufklickst und dann ein Spiel dort kaufst, dann ist es nicht nur billig mit Garantie, sondern auch eine Unterstützung für All-In. Und das ohne, dass du noch was drauf bezahlst. Echt? Wirklich? Ja! 3% vom Kauf gehen an All-In. Oh, krass. Und damit unterstütze ich All-In? Ja! Boah. Und ich zahle nicht mehr? Nein, play smart, pay less, Junge. Boah, das ist echt cool. Vielen Dank! Kein Problem. Klick jetzt auf den Link unten in der Videobeschreibung und los geht's! What you say? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying?